Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, der Firestorm OP, und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Assassin's Creed 3. Wir sind hier gerade in Boston und sind kurz vor der Boston Tea Party, historisch gesehen. Und wir gehen mal hier zu der Mission. Aber Governor Hutchinson lässt sie nicht auslaufen. Er will, dass wir den Tee annehmen, die Abgaben zahlen und uns höflich erkühlen. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffin's Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Naja, hast du auch irgendwie recht. Naja. Mist, noch mehr Wachen. Wir müssen den Zaun der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Die Wachen erlegen. Ein Moment. Du hast hier nichts zu suchen. Ja. Warst bereit? Seelen? Bam. Komm schon. Komm her, mein Freund. Erledigt. Die Boston Tea Party. Soldaten! Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Sag, was ich tun soll. Thank you.
Komm, wir werfen die jetzt alle schnell. Nicht ganz. Ah, Freunde. Da könnt ihr immer noch nicht schwimmen. Okay, wir müssen weiter. Vielleicht sollte ich auch mal zielen beim Werfen. Ich gehe mal rüber. Nope. Und bam, Junge. Kommt hier nicht vorbei. So langsam. Komm schon. Ich hab keinen Bogen mehr. So, 87 von 100, wir haben es gleich. Kurz die Pistole auswählen. Geh nach links. Der kann doch nicht. Okay, komm. Sehr gut. Es ist vollbracht. Connor, die letzte ist für dich. Besser, wir verschwinden hier. Besser ist es. Boston Tea Party läuft. Das ist nicht was, was ich wollte. Alright. Hätten wir auch mal ein bisschen die Templer geärgert damit. Ich
Der Boston Weekly Advertiser. Okay, wir haben das Fort entdeckt. Nett. Wütende Bürger. Zornige Bürger findet man überall in der Stadt. Schön. In Deutschland auch. zur aktuellen Zeit. Ich bin jetzt unnötig vorbeigelaufen. Oh, Stefan. Wie geht's dir? Stefan, wie ist dein Ale? Ist Pisse, aber besser als nichts. Mein Vater wäre angeekelt, doch nach einem Arbeitstag mit dir muss ein Mann sich dringend entspannen. Mir wäre eine hübsche Flasche Wein ja lieber, aber den Kolonien fehlt es an Raffinesse. Dein Vater? Mein Vater, er war ein großer Mann. Ein Koch in der Armee während des Siebenjährigen Krieges. Marschierte durch den ganzen weißen Norden und bekochte Montcalm und seine Offiziere. Zauberte Festmahle aus Stöcken und Steinen. Als der Commander in Chief in Quebec die offene Schlacht wählte, statt Mauern zu bemannen, rief man alle zu den Waffen, auch meinen Vater. Er starb auf dem Feld, doch ich hörte, er habe tapfer gekämpft. Aber was soll's? Er ist tot. Er wäre sicher stolz. Das ist meine Hoffnung, dass er über meine Entscheidung froh ist. Das ist er bestimmt. Connor, hast du Zeit? Habe ich. Gut. Ich wollte dich etwas fragen. Wie kamst du zu alledem? Ich habe es nicht gewollt. Ich glaube, es sollte einfach geschehen. Ich traf den alten Mann, als ich noch ein Junge war. Achilles machte mich zum Krieger. So einfach? Mir fehlt die Küche, ist das zu glauben? In dieser Welt hatte ich mehr Kontrolle, als ich in unserer je haben werde. Doch hierbei kommen mehr Menschen in den Genuss der Früchte meiner Arbeit. Und das erfreut mich. Wir können etwas ändern, wenn wir durchhalten. Wir Franzosen aus dem Norden werden nie müde. Frag unsere Frauen. Funny. Ja, dann hauen wir hier wieder ab. Okay. Befreiungsmission. Missionen. Ach, weißt du was? Ich habe das Gefühl, wir befreien noch mal ein bisschen. Und zwar im Norden hier. Moment. Ich will eine Schnellreise in diesen Ort machen. Und zwar kann man dann ja noch neue Assassinen dazu gewinnen. Und das will ich auf jeden Fall noch tun. Darauf hatte ich mich nicht so konzentriert bei meinem einzigen Durchspielen, was ich bisher mit AC3 gemacht habe. Ich habe es ja nur einmal durchgespielt und ich habe eigentlich nur die Hauptstory durchgespielt. Ein paar Stories habe ich zwischendurch schon mal gehört, aber naja, ihr wisst schon, wie es ist. Ich bin eigentlich nur der Hauptstory gefolgt. Oh, Klunker. Moment. Wohin muss ich? Bin ich schon vorbei?
Was mache ich hier eigentlich? Ich will doch nur hier durch. Okay, komm mal her, Freunde. Komm her. Oh, Freunde. Ich befreie dich gleich, mein Freund. Einen Moment.